Aha. 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 Bist du ready? Ready. Ready, ready, du? Ja. Lass uns gehen. Was läuft bei dir, Bro? Wie du mal hier in der Schweiz? Ja. Lange ist es her. Wie lange ist es her? 2,5 Monate. Was? Der letzte Vlog. Boah. Ein Jahr. Waren wir da auf dem Berg, ha? In Birkenstock waren wir. Ah ja, Birkenstock. Mhm. Matti ist hierher gekommen, Leute. Der kommt hierher. Manchmal einfach nur für ein paar Fotos. Ja, wir nehmen euch heute mit an einen richtig, richtig tollen, schönen Ort hier in der Schweiz. Ich war einmal mit der Schulklasse dort. Und das ist ein riesiges Gebiet dort. Wir werden heute Abend wieder zurückfahren, aber dort kannst du auch eine Woche dort sein. Da kannst du so viele tolle, schöne Orte sehen. Und ja, wir nehmen euch heute mit. Ihr könnt euch freuen drauf. So, ready? Ja, der Vlog Life is back! Vlog Life is back? Was meinst du? Nee, ne? Bisschen. Oh. Bisschen. Was ist das hier? Zeig mal. Was hast du da wieder für ein Teil? Das ist eine Sonnenbrille. bist du jetzt schon im Transhumanismus? Ja, halt Maschine, ja, halt. Man wird sehen jetzt, was das ist. Die ganz schnelle, der Schwimmel, der Sonnenbrille. Aha. Aha. Ja, Matti hat mal wieder eine neue Drohne. Darum auch die, Brille. Drohne Nummer 8. Drohne Nummer 8 hat sicher schon 8 Drohnen mit uns gekillt. Jedes Mal. Was heißt jedes Mal? Letztes Mal habe ich gesagt, hey, jetzt zeigen wir euch die FBB-Drohne. Und wo war sie? Keine Aufnahmen waren dabei. Warum? Weil sie irgendwo verloren hat. Ja. Patrick ist verliebt in dieses. Ja, jetzt wieder. Ja, ich bin verliebt in dieses Objektiv. Das Objektiv ist krass, oder? Also, shit, was man alles draufbringt. Mega schönes Wetter hier. Läuft mit Matti, AMG, du. Was ist los bei dir? Der Matti, bei dem läuft's, hä? Ja, Dubai hat dich angeschlagen. Seit er mit uns zusammenarbeitet, läuft bei dir, du. Schnauze tief. Matti hat jetzt immer alles dabei. Das ist schon. Ja, ich passe mich an. Wanderschuhe, alles hat er dabei. Ich passe mich an. Er weiß. Ich habe sogar eine Skihose dabei. Er weiß, bei uns. Von der einen zur anderen Minute kann es heißen, hey, jetzt fahren wir irgendwo dorthin. Oder einmal haben wir den Elevation Trailer abgedreht. Und ich bin da aus. Wir sind da knapps aus Südafrika gelandet. Ich hatte meine Ultra-Boosts, meine weißen. Mit Turnschuhen. Und dann, Bro, ja, wir gehen jetzt in den Berg, Schnee. Ja, easy. Ich hab die Ripped Jeans. Mach doch Aufnahmen, vielleicht kannst du ein paar Aufnahmen noch reinbringen da. Ey, Turnschuhe hatte er und der Schnee kam bis fast zu den Knien. Es war richtig gestürmt dort. War schon fast blau, aber. Und die Füße waren geil. Die Füße waren blau. Nee, ich muss schon sagen, es war lustig, aber das allererste Video. Das allererste Mal, als ich dich gesehen habe, das ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her. Drei Jahre. Wir haben uns im April 2018. Vielleicht kann man da auch. Nein, April 2018 haben wir uns das erste Mal gesehen. Oh shit. Ja, vielleicht kann man da auch noch kurz was einblenden. Ja. Oh, jetzt gehen wir mal richtig, richtig gut das Essen. Yo, Brother. Double S. Are you a Thai Boxer? Ja. Aber ist schon lustig. Und ja, du, seitdem läuft's bei dir. Drei Jahre? Seitdem läuft's. Da, schau mal, Montclair auch gedacht. Ich war ein kleiner Streuner. Unglaublich. Total verlaust, aber das ist jetzt was geworden. Ich wurde von Patrick beeinflusst und Julia. Die haben mich mit Luxusgütern vollgepumpt. Jetzt gibt's kein. Ich kann mich nicht mehr bremsen jetzt. Genau. Super. Achtung. Schon die Schubkarre schon organisiert für den Hausbau. Nee, wir haben jetzt hier eine kurze Pause gemacht. Eine Pinkelpause. Kennt ihr die? Einfach schnell da rauf. Jetzt geht's weiter. Los jetzt! Hilfe! Hilfe! Jackie!
Ja, Zeitmanagement. Weiter. There we are. Mäckli! Wir sind angekommen. Los! Die sehen gut aus, ha? 10 verschiedene Olivensorten hast du gesehen? Mhm. Olivensorten. Einfach mit Knoblauch gemacht. Wow. Ja, doch schon, auch Mandeln, schwarz. Mit Mandeln, alles. Wow. Können wir welche mitnehmen? Blockbuster. Nachher, komm, wir gehen durch. Also wir sind hier in Lauterbrunnen, das ist der Ort. Lauterbrunnen. Und wir gehen jetzt zum Wasserfall. Jackie, schau mal, wer da ist. Schau mal, wie hier ist Jackie. Hat mich geküsst. Kleine hat mich geküsst. Riech mal. Schau mal, wie eifersüchtig er ist, wenn sie ihn streichelt. Siehst du, er will auch Aufmerksamkeit. Ja, du auch. Ja. Du auch. Bist du ein großer Weiser? Schau mal die Flügel. Nein. Er weiß nicht, ob er Angst haben soll. Oder? Er ist unsicher. Wenn er unsicher ist, dann schnappt er, weil er nicht genau weiß, ist es jetzt safe oder ist es nicht safe? Ich bin ganz in Liebe. So, Matti packt jetzt sein Teil wieder raus. Sag mal, was hast du hier wieder geholt? Ja, das hier, du weißt was? Der Transhumanist. Bam. Sag mal, ist das die neue? Yep. FPV? Warum FPV? Von Mavic aber, oder? Von DJI, ja. Achso, ja, von DJI, meine ich. Sieht krass aus. Noch kleiner. Und schneller. Wie schnell fliegt die? 150 km/h. Jetzt will ich euch wie jedes Mal ein paar Bilder zeigen. Aber wer weiß, ob der Mattia die Drohne wieder irgendwo in einen Baum fliegt. Danke für das Vertrauen. Und glaubst du es, Bebo? Schafft er es dieses Mal? Mhm. Klar. Der Kleine ist nervös. Immer mit der Drohne, gell? Mhm. Ich weiß auch nicht mal, was er hat mit der Drohne. Irgendwas hat der Kleine mit der Drohne. Da steckt noch in ihm drin, der kennt das schon. Aus einem anderen Leben. Meinst du? Mhm. Das muss aber irgendwo in der Zukunft gewesen sein, Bebo. Yeah. Ja, das muss in der Zukunft gewesen sein. Das stimmt. Leute, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Die meisten Leute haben heute noch tatsächlich so das Gefühl, das heißt tatsächlich, es ist ein Paradigma, dass die Vergangenheit hinter ihnen oder links von ihnen liegt und die Zukunft vor oder rechts von ihnen. Schau mal, wo es bei dir ist. Aber tatsächlich ist das nur eine Illusion unseres Verstandes. So, die Physik weiß das schon lange. Aber bis das mal im Bewusstsein ankommt von den Menschen, das kann, ich weiß nicht noch mal wie lange gehen. 100, 200, 300 Jahre, vielleicht vorher schon. Aber ich glaube, je nachdem, wie wir jetzt das Bewusstsein entfalten, also respektive wie jeder Einzelne das Bewusstsein entfaltet und damit auch das kollektive Bewusstsein entfaltet wird, kann es auch sein, dass es bereits schon, ich sag mal, in 30 Jahren die erste Generation von Menschen gibt, die diese Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft, dass sie das gar nicht mehr haben, dass sie eine andere Wahrnehmung haben. Und Leute, wenn das erstmal in den Köpfen von Leuten ist, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, du kannst die Vergangenheit in deinem Bewusstsein jederzeit verändern. Das heißt, du kannst in die Zukunft gehen, in deinem Bewusstsein und mit deinem freisten, freudvollsten, zukünftigen Ich, wie soll ich sagen, ja, eine Verbindung herstellen und dich von diesem Ich, was du selbst in der Zukunft bist, und zwar in deiner besten Zukunft, du kannst dich von ihm beraten lassen. Gibt es irgendeinen besseren Berater als dein freistes, freudvollstes, zukünftiges Ich, Baby? Gibt es einen besseren Berater, der schon dort ist, wo du bist? Nein, aber weißt du, was ich dann auch denke? Dass die Leute viel mehr im Moment leben. Dann. Ja, dadurch, weil sie ja nicht mehr an das so geknüpft sind, leben sie den Moment viel besser. Weil viele leben ja wirklich immer so, was wird dann passieren? Was wird denn dann passieren, ja, wenn das kommt? Klar. So die Überängstlichen zum Beispiel. Ja, safe. Mhm. Das ist klar, wenn du erstmal verstehst, dass es jetzt nur diesen einen Moment gibt, ja? Nur diesen hier. Also, schau mal, ob du irgendwann in deinem Leben, und schreib es mir bitte in die Kommentare, ich will mal schauen, was ihr jetzt schreibt, ja oder nein. Hast du irgendwann in deinem Leben einen anderen Moment erlebt, als dieser jetzt hier gerade? Also, ich bin mir sehr sicher, dass du das nicht hast. Weil es nur diesen hier gibt. So, schau jetzt landet die Drohne.
klar, Jackie ist on fire, ist im Fokus. Nein, Jackie, das ist eine liebe Drohne, ist dein Freund. Und, ganz kurz. Schau, die macht nichts. Leute, ich glaub's gar nicht, ich bin einmal mit dem Mavic geflogen, bin runtergekommen und Jackie ist immer auf sie gesprungen. Und dann, voll mies, hat er die Nase an einem Propeller hier auch geschlagen, Jackie. Aber es hat ihm nichts gemacht, zum Glück. Nur ein wenig geblutet hat es. Hey Bro, ist dir aufgefallen, wie lange die Drohne geflogen ist? Ewigkeit, gell? 5 Minuten. Nicht? Wie lange waren 15. wir unterwegs? Hey, ist so lustig. Wir reden gerade über Zeit. Wir haben vorher über Zeit gesprochen, Bro. Yeah. Mir kam es jetzt vor wie 5 Minuten. Waren 15. Mhm. Leute, Zeit, wie du sie wahrnimmst, ist relativ. Das heißt, wow. Wir können 4 Wochen miteinander nach Bali gehen. Und für die einen können diese 4 Wochen wie eine Woche sich anfühlen. Nein, das ist keine Ende. Wow, hab zu viele Nüsse gegessen. Und dann für die anderen können sich diese 4 Wochen wie 3 Monate. 3 Monate anfühlen. Zweite Runde. Hey, check, warte. Hey, komm her. Warte. Ach, seht ihr schon wieder scharf drauf? Der Drohnenschreck. Ist schon wieder scharf drauf. Was? Leute, schreibt mal in die Kommentare, was glaubt ihr, was geht in diesem Kopf hier ab? Wenn ihr euch jetzt so seht. Was denkt ihr? Also was geht in ihm ab, Leute? Was habt ihr mit dieser Drohne? Huh? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was diese Kleine hier mit dieser Drohne hat. Was hast du mit der Drohne, hä? Wenn wir sprechen könnten. So. Weißt du, wie geil? Mhm. Stell dir vor, wir könnten mit Tieren kommunizieren, auch hier. Ja, Leute, Kommunikation mit Tieren ist möglich. Nicht so, wie du dir sie wahrscheinlich vorstellst. Wenn ich ihm sage, hey, Jackie, hallo, dann sagt er mich nicht, hey, hallo. Aber es gibt eine Kommunikation, ganz klar. In manchen Momenten spüre ich das auch, wenn safe, ich. Safe, klar, Leute. Dann sind wir mega verbunden. Sind wir verbunden. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Warum sollten wir nicht verbunden sein? Also sorry, Bebo. Schau mal. Gut. Es gibt Leute, die sehen es anders. Aber ich denke, die meisten Leute, die es anders sehen, die haben die Erfahrung noch nicht gemacht. Weißt du, Schatz, was ich meine? Ja, klar. Sie haben die Erfahrung noch nicht gemacht, dass alles eins ist, dass sie aus dieser Quelle kommen. Und das ist, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast. Wie willst du sagen, hey, ja klar, stimmt doch, oder? Das ist. Aber denkst du, dass es auch von dem abhängt, ob man mit einem Tier aufgewachsen ist? Du hast ja auch einen Hund gehabt als klar, Kind, klar, ich auch. Weil du lernst ja, Bebo, das ist ja ein Lernen. Mhm. Weißt du? Also das du ist meinst, ja ein das prägt uns auch wieder klar. Schon während der Entwicklung als Kind auch sozusagen. 100%, klar, Bebo. Wenn du früh mit Tieren in Verbindung kommst, du lernst ja. Ah, wie krass ist das denn bitte? Verarsch mich nicht, Bro. Was Shit. Siehst du? Das ist ein zweiter Wasserfall. Ja, hier mit ist Pool. Alles voll Wasserfälle. Mit Pool und meine Freunde, da hinten sind noch mal 2. Da vorne ist noch mal ein Wasserfall. Alles volle Wasserfälle. Ich liebe Wasserfälle. Yes, nice, Bro. 2-mal schon überlebt. Gratulation. Das erste Mal. Easy, das erste Mal, wo ich dich sehe. Ohne Verlust. Ohne Verlust. Also aber FPV-Drohne, ja, nicht die andere. Ja, die andere. So, schaut ihr. Hey, habt ihr gesehen, wie er sie gerade abgeschleckt hat? Die Drohne. So, was heißt das, Leute? Was denkt ihr? Was glaubt Jackie, was mit dieser Drohne läuft? Jackie, komm, sag's mir. Kommunikation. Das heißt für mich, dass er sie nicht schlimm findet. Nein, er mag sie. Ich glaube, er hat Angst um sie. Ja, dass er denkt, das ist wie so ein anderes Tier. Und er kann es nicht riechen, deswegen ist es für ihn so unsafe. Er kann es nicht riechen. Er kann es nicht riechen. Wenn es irgendeinen Geruch hätte wie ein Vogel oder eine Kuh oder irgendwas, dann wüsste er auch okay. Ja, schau, check's ihn mal ab. Schau mal, ist voll neugierig. Siehst du, wie neugierig? Wenn sein Schwänzchen so wackelt, Leute, das bedeutet, er ist neugierig. Er ist am Start. Leute, dieser Hund hier ist mein größter Mentor. Jeden Tag vor Freude. Er hat Ekstaseschübe, gell? Jackie hat einfach Ekstaseschübe. Stell dir vor, dein Leben besteht, also du lässt dein Leben und stell dir vor, 2-3 Mal am Tag, so, boah, du denkst, du explodierst, du überquellst. Stell dir vor, du überquellst vor Energie. Bei ihm läuft es so. Und wir können das auch. Wir können es auch, Leute. Ist möglich. Und niemand trainiert's. Du kannst das alles trainieren.
Das ist zum Beispiel ein Teil meiner Arbeit. Jackie, oh, schon was wäre wieder drauf? Habt ihr gesehen? Das ist ein Teil meiner Arbeit. Menschen das beizubringen, dass sie hier sein können. Und einfach Ekstase in ihrem ganzen Körper zu fühlen. Stell dir das vor. Wie willst du jemandem erklären, was wir machen? Das ist schwierig, Leute. Oh, oh, Matthias, jetzt das dritte Mal. Das Ding ist, erstens ist es schwierig, das jemandem zu erklären. Und zweitens ist halt so das Ding, das funktioniert nicht in 1-2 Wochen, einfach so. Es funktioniert auch nicht in 10 Wochen, einfach so. Es funktioniert auch nicht in einem halben Jahr, einfach so, Leute. Es braucht Zeit, das ist wie mit dem Training. Du kannst nicht dir vorstellen, okay, ich gehe jetzt ins Gym und in einem halben Jahr, boom, hast du voll einen guten Körper oder Muskeln am Start. Nee, du weißt, du investierst in dich, du investierst in deinen Körper. Und so ist es mit Bewusstseinsentfaltung. So in unserem Mentoring kommen Leute, die wir für 12 Wochen sehr eng begleiten. Also wirklich, wir sind am Start, jede Woche mehrmals. Und dort in diesem Mentoring, in diesen 12 Wochen, also erstens mal wirst du eine krasse Transformation dort drin haben, richtig eine krasse Transformation bereits nach 12 Wochen. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Das Wichtigste ist, was danach passiert, nach diesen 12 Wochen. Das vergessen viele Leute. Das geht weiter. Das heißt, nach 12 Wochen hast du alle Werkzeuge. Du hast die kraftvollsten Werkzeuge, die du brauchst, um zum Beispiel grundlos ekstatisch zu sein. Schau, ich habe Gänsehaut, ganz kurz. So. Du kannst, Leute, das ist absolut möglich. Aber es ist wie im Training, es braucht Zeit, ein Investment für dich in dein Bewusstsein. Ja, das ist simple as that. Und Leute, ganz ehrlich, ich werde bis zu meinem allerletzten Atemzug, das weiß ich, das perfektionieren. Ja, das, ich möchte richtig, richtig frei sein in meinem Leben. Und ich spreche nicht von dieser Freiheit, irgendwo hinfliegen zu können. Leute, ich will so frei sein, dass egal was passiert, egal was mit mir passieren würde, dass ich Freiheit dort drin finde. Überall. Also stell dir vor, du könntest mich in einen Kerker sperren, 2 auf 2 Meter. Und stell dir vor, ich würde in diesem Kerker Frieden finden, Freiheit finden. Wie krass wäre das? Nicht, dass ich drauf scharf bin, in den Kerker zu kommen, ja? Aber wenn du in den Kerker kommst, angenommen, und du wehrst dich und du machst alles, dass du rauskommst, aber du merkst, es ist schwierig rauszukommen. So, wenn du es dann nicht schaffst, ruhig zu bleiben, inneren Frieden zu produzieren und Freiheit in dir zu spüren, dann bist du am Arsch. Dann bist du fremdbestimmt. Aber wenn du es in diesem Kerker schaffst, ruhig zu sein, in dir angekommen, frei zu sein, dann bist du nicht mehr abhängig. Dann bist du, das ist Freiheit für mich. Dort beginnt sie. Okay, schaut, er will es jetzt wieder riskieren, er will durch das Wasser fliegen. Durch das Wasser fliegen, Bro. Dann verlierst du sie vielleicht. So passiert es manchmal bei uns. Ey, Jack, komm mal raus. Jackie, komm mal rein. Das sind bestimmt Mäuse. Jack, komm mal rein. Ja. Was suchst du, Bro? Mäuse. Mäuse? Ja, Bro, ich habe die Gains gemacht, wie du siehst. Weißt du noch in Appenzell? Ja. 30 Sekunden, bam, weg. Leute, es ist nicht ganz easy, diese Drohne zu fliegen. Wie lange hast du für das trainiert? Jetzt bin ich so seit, ja, 8 Monaten. 8 Monaten? Dabei. Immer wieder mit Pausen. Okay. Weil ich abgefuckt war. Das glaube ich dir. Wäre ich auch.
Schau, jetzt schlägt er sie ab. Weg? Ja, ganz gut. So, schau mal, was er jetzt macht. Er freut sich einfach hier. Yeah, Jackie! Yeah. Wuhu, schau, wie er freut. Er freut sich. So, wann ist es das letzte Mal her in deinem Leben, als du einfach gespielt hast? So ein bisschen gespielt hast. Ein bisschen spielen. Wann ist es das letzte Mal her? Leute, Spielen ist so wichtig in unserem Leben. Da ist Jackie. Da ist Jackie. Wieder mal Mentor. Mein Job ist ein Riesenspiel. Bro, parat? Parat. Gut investiert in dich selbst. Wenn du auf einmal 2, 3k investiert hast, ja, dann ist es sehr schwierig aufzuhalten. Ich könnte jetzt aufhören, Drohnen zu fliegen. Ja. Aber wenn du schon so viel K investiert hast, warum aufhalten? Du investierst in dich. Ja. Du investierst in deine Fertigkeiten. Und Fertigkeiten, das ist das Beste, was du machen kannst, in deine Fähigkeiten zu investieren. Weil schau, hättest du nicht in deine Fähigkeiten investiert, wärst du jetzt hier und hätten wir all diese Reisen gemacht? Nee. Du bist dran geblieben? Ja. Er ist dran geblieben, Leute, seit Jahren. Genau. Und er wird die nächsten 5 Jahre weiter dran bleiben und er wird einer der Besten. Und dann bezahlen ihm die Leute 50, 60, 70, 80, 90.000 nur für ein Video. Und wisst ihr, was er vorher gemacht hat? Das finde ich so krass. Erzähl mal, was du vorher gelernt hast. Krankenpflege. Ja. Das ist auch ein harter Job, Krankenpfleger. Ja, ja, ja. Das ist aber ein Riesenunterschied. Ja klar, aber das, dort lernst du, gell? Ja, aber das Ding ist, ich war halt sehr unzufrieden und das hat mich gepusht. Das hat mir einfach den Anreiz gegeben, all in zu gehen in dem, was ich liebe. Ja. Wäre ich immer in der Komfortzone geblieben, dann wäre ich nie so weit gegangen. Wäre alles immer gut gewesen, weißt du? Fuck. Ja. Ja, richtig schön. Und ich denke, in diesem Job hast du auch gelernt, durchzubeißen, oder? Ja. Mit dir, ja. Nein, ich meine, mit mir, ja, klar. Mit mir, ja, klar. Ich meine, im Krankenpfleger. Das war schlimmer als in der Krankenpflege. Ja, klar, ist. Ja, ist nicht klar. Gegen den Beruf. Es ist ein schöner Beruf, aber... Aber eben, es ist... Ich habe mich nicht bereichert gefühlt. Aber es ist nicht anstrengend gewesen. Was? Musstest du nicht durchziehen dort? Doch, doch, es war dort sehr anstrengend. Hast du dort das Durchziehen gelernt, würdest du sagen? Mhm. Ja, das ist wichtig, Fall. Weil viele Leute... schau, ich coache viele Leute, wenn es um Berufung geht, ja? Und viele Leute haben leider den Biss nicht mehr, gewisse Dinge durchzuziehen, auch wenn sie hart sind. Und durch das fehlt ihnen diese Fähigkeit. Es fehlt ihnen einfach an Fähigkeit. Und dann wird das Leben nicht cool. Oder? Was denkst du? Ja, du erreichst halt du kommst nie über einen bestimmten Punkt drüber weg. Du erreichst eigentlich nie deine Vision, weil du im Prinzip dich selber wie limitierst. Ja, das ist hart, oder? Das ist so hart. Darum, Leute, wenn du ein Licht in dir spürst, mach was, mach was. Der einzige Weg, um innere Zufriedenheit zu finden, der einzige. Also wäre ich jetzt Krankenpfleger, dann würde ich mich die ganze Frage stellen, so, ist es das jetzt? War es das schon? Ist das mein Leben? Ist das mein Leben? Ja. Wie kann ich wissen, ob ich mein vollstes Potenzial ausgeschöpft habe? Ja, 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 nein! Er spricht dir aus der Seele, richtig? Ja, Matthias hat schon viel mitmachen müssen mit mir. Was war das Harteste? War das bei der Polizei, dass du von der Polizei festgenommen wurdest? Ja, stimmt, in Jordanien, ja, ja. Was war nein, das Fetteste war der Burger, der nicht vegane Burger. Welche? Weißt du noch, in Jordanien, als ich ins Spital musste. Ja, er musste. Matti, wie geht's dir? Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich will nicht hoffen, dass ich eine Lebensmittelvergiftung habe. Was ist passiert? Ich habe einen Burger gegessen, der wahrscheinlich nicht mehr gut war. Und hat viermal gekotzt. Viermal. Von gestern auf heute, richtig? Ja, er musste. Ja, in Jordanien mit uns. Ja, er wurde von der Polizei mitgenommen. Natürlich mit uns. Mit uns. Wir sind mitgegangen. Ja, ja. Klar, ich lasse ihn nicht alleine. Du wolltest sie noch so bestechen und dann du mitkommen. Ich habe gedacht, ich kann ihnen. Ich weiß nicht, wie viel. 100 Dollar. Aber die Leute dort, hey. Die haben gesagt, hey. Die haben Ehre. Glaubst du? Ja, die machen das nicht. Die waren beleidigt. Ich habe sie beleidigt damit. Ich war respektlos. Aber dann waren wir dort. Und der Polizeichef war der Geist. Wir haben Connections gemacht mit dem Polizeichef. Wir haben die Drohne wieder. Ich habe einen neuen besten Freund in Jordanien, der Polizeichef von Petra. Richtig hier geil. Hier kannst du so viele Sachen machen. Da gibt's extrem viele Wanderungen. Du kannst Skifahren, wenn du Ski fährst oder Snowboard fährst. Du kannst
Biken, hier gibt es gute Bike-Routen. Da im Fluss schwimmen. Kraft. Oh, warm ready, man. So, Matthias fliegt jetzt hier, währenddem ich fahre. Aber ist nicht so schwierig. Das ist ja krass. Das kann quasi jeder, nicht wahr? Ja, kann jeder. Ah, scheiße, ist gecrashed. Reingefahren, ha? Du bist in die... du bist ins Geländer gefahren, Schatz. Ah, oh, scheiße. Aber das macht nichts. Weißt du warum? Ich hab's nicht gesehen. Das hat mich abgelenkt. Aber ich bin froh, es ist da gewesen, sonst wären wir jetzt in den Bach geflogen. Oder? Wo ist die Drohne jetzt? Ah, da. Oh, shit. Fahrschade. Was passiert? Ja, Kratzer. Hm? Kratzer? Ja. Okay. Ja, ich mach erstmal den Schuh. Okay. Alles okay, easy. Okay. Entspann jetzt. Strategie. Ihr seht hier, behind the scenes. Das ist die Strategie. Also was ich jetzt gesehen habe ist, es fährt den Crash, aber... Aber? Was aber? Es gibt keinen. Was soll ich machen? Nichts, man kann nichts machen. Andere würden sich jetzt mega aufregen, oder? Ich weiß es nicht, vielleicht, ja. Ich weiß es Patrick, nicht. Patrick, ja. Was jetzt? Ich weiß nicht, warum soll ich mich aufregen? Stimmt, ich kann nicht so viele, kannst es nicht ändern. Ich kann nicht so viele Sachen jetzt machen. Ich kann jetzt die Versicherung anrufen, aber es macht keinen Sinn, weil der Selbstbehalt zu hoch ist. Und sonst lasse ich es einfach so. Es ist ein kleine Kratze drin, aber das Auto fährt ja. Ja. Ich drehe jetzt hier. Soll ich einen Akku wechseln? Nein. Schon 13 Minuten. Wie viel hast du noch? Wie viele Minuten? 13 Minuten. Ja, easy. Timer. 13 Minuten? Ja, bis in 13 Minuten bin ich zu Hause? Nein. So, jetzt nochmal. Bumm. Nein, schau, das war das Problem. So, weiter geht's. Wer hätte das gedacht, dass der Vlog back ist? Hä? Wer hätte das gedacht? Einfach mal wieder ein Vlog. Ich hatte die Intention. Einfach wieder mal ein Vlog. Matti hat aufgeräumt. Ich könnte die ganze Zeit so fliegen. Wie ist nach Hause? Ja, das ist wie ein Computerspiel für dich, ja, oder? Ja. Kann das sein? Ja. Man merkt das richtig. Ja, der ist voll fokussiert. Voll im Moment. Wow. Kann sie nicht ansprechen, nichts. Schau mal, ich ziehe jetzt mal. Schau, wie das aussieht. Kommt jemand hinter mir? Nee, ne? Okay. Gib. Okay. Warte. Oh, was ich? Nee, fahr mich nicht. Ja. Doch, ich bin nicht schnell. Ja, ich fahr. Oh, sorry. Leo. Ja, das findest du lustig, ich hab dir meine Kopf angeschlagen. Aber ich hab dir doch gesagt, Achtung, ich zieh. Eins, ja, zwei, aber drei. Wie sollte ich das? Ich hab mich nicht festgehalten. Scheiße. Ah, das war mies. Alles gut, meine Mama. Hast du die Wege dran? Oh. Nein, der zieht. Der Kopf ist der kaputt. Der zieht schon eben krass. Ja. Auf, ich weiß nicht, in wie viel. Sekunden, 2,345 so auf uns. So, direkt. Ja, ja, professionell. Super, hier. Direkt weiter. Schau, die Töffli Gang. Kennst du die Töfflis noch? Die Motto, wie sagt man denn? Nicht Mofas, doch Mofas. Kennst du die noch? Die Töffli Gang. Habt ihr das bei euch noch gehabt? Bist du da mit aufgewachsen? Ja, ja, ich bin auch damit rumgefahren. Bei uns gab es Leute, hey, die haben die gefrisiert. Die dass die 130 fahren. Ja, oder so. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber. Ja, ja, ich hab da, schau mal, auch mal. Gang. Das ist Kubik. Geil. Ja. Ja, ja. Auch schöner Ort hier, oder? Brutal. Brutal! Jetzt geht's ab nach Hause. Ja, das war ein schöner Ausflug hier. Wow, schau, die Sonne noch da. Los, Patrick wird jetzt für uns alle kochen. Ach wirklich? Ach, du machst da links? Ja, ja, genau, glaube ich auch. Drei Gänge mit ihm. Ich glaube, wir machen jetzt, lass mich raten, eine Reisbowl? Eine Reisbowl oder wir bestellen Linsenpasta. Drei Domino's Pizzas, vegane. Auch wäre auch eine Option. Oh ne, ich habe keine Lust, Pizza. Keine Pizza. Nee. Wenn es richtig gute wäre. Du kannst direkt vorbeifahren und sie mitnehmen. Die sind doch nicht gut da. Nee? Nein, Domino Pizza. Matti, ich glaube die nicht, dass die gut sind. Ja, Domino's. Gesund nicht, aber gut sind sie. Schmecken sie auf jeden Fall. Ja. Wow, die Sonne ist immer noch am Start. Viertel vor sieben. Sommer ist da. Sonst sieht es richtig schön aus hier in der Sonne. Frühling ist da.
Der Sommer ist da. Der Frühling ist direkt übersprungen worden. Wir haben letzte Woche 25 Grad gehabt. Ja, aber jetzt kommende Woche werden es wieder Minusgrad. Macht mal Spaß. Wirklich? Mal schauen, aber wer weiß, du. Das ist fein, gell? Schaut, dass die Ekstase hat. Hi. Check ist die Ekstase. Am Abend Kuschel-Time, gell? Das ist die Ekstase. Das ist die Ekstase. Schau, ein Glas. Yes, das war's. Vlog wieder mal vorbei. Wenn dir diese Art von Videos gefallen hat, lass ein Like da, teils, abonnier diesen Channel, falls du ihn noch nicht abonniert hast. Abonnier die Glocke für weitere Videos, die dich stärken. Ja, weil das ist am Ende des Tages das Ziel, oder auch von diesen Vlogs. Klar, neue Gedanken mit zu geben, aber am Ende des Tages auch Sachen zu zeigen, Sachen zu vermitteln, aber es soll stärken. GG. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.